das war natürlich wirklich kacke. Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Drive Club. Wir sind weiterhin in der Singleplayer-Amateur-Tour. Rennen Nummer 4, Event Nummer 3. Wie der Name schon sagt, der Name ist Programm, Audi Tour, also können wir nur zwischen Audis wählen. Der Audi TT ist noch nicht verfügbar, also unser Audi RS5 Coupé, was sich bisher auch als angenehmstes Auto herausgestellt hat. Handling gut, Kontrolle gut, Grip auf der Straße gut, läuft. Um die Streckenanzahl im Spiel zu erhöhen, werden manche Rennen noch einfach verkehrt herumgefahren. Das sieht man darunter, dass unter dem Titel der Strecke REV für Reverse, also für verkehrt herum steht. Und naja, ist natürlich eine clevere Taktik, die schon viele Rennspiele verwendet haben. Indem man einfach eine Strecke andersrum befährt, hat man schon eine Strecke mehr im Spiel. Wenn man 20 Strecken hat, hat man auf einmal 40 Strecken. Ist ja nicht ganz doof. Und ja auch legitim. Rechts oben seht ihr die Anzeige Fortschritt, 5%, 6%, 7% und so weiter. Das sind Rennen, die nicht über mehrere Runden gefahren werden, sondern wirklich eine sozusagen ein Einrunden oder von Punkt A zu Punkt B Rennen sind und euch eben anzeigt, wie weit sind wir auf der Strecke schon fortgeschritten. Somit ist klar, wir haben keine mehrere Runden Zeit, sondern müssen innerhalb dieser einen Runde bzw. vorgegebenen Zeit unsere Ziele erreichen. Das ist schon mal schön schief gegangen. Jawohl, du drückst mir auch noch einen rein, du Drecksack. Alles klar. Platzierung 8 von 8. Und jetzt bin ich mal wieder gespannt, ob unser Gummibandeffekt mal wieder ordentlich greift und wir es dann trotzdem noch schaffen, auf Platz 1 oder zumindest in die Top 3 vorzukommen. Das war auf jeden Fall ein grandios schlechter Auftakt. Das scheint hier aber mal eine richtige Hochgeschwindigkeitsstrecke zu sein. Relativ leichte Kurven, immer schön am See vorbei. So, da sind die Plätze 7 und 6, die krallen wir uns jetzt. Na, das war jetzt nicht unbedingt die geschickteste Seite zum Überholen. In der Außenkurve. Ah, fuck it! Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich mich noch gefreut, wie gut sich dieses Fahrzeug steuern lässt und jetzt bin ich hier total am Abkacken. Und ich eiere hier auf dem letzten Platz herum und komme nicht nach vorne. Über die Hälfte des Rennens sind bereits abgeschlossen. Aber trotzdem sehe ich ja, muss man sagen, fast alle Feldteilnehmer hier kurz vor mir. Aber ich fahre hier mit Vollgas lang. Schon gewundert, warum die auf einmal bremsen, die Säcke. Also richtig zur Pötte komme ich nicht. Ich fahre hier tatsächlich auf dem letzten Platz rum. Jetzt bin ich doch ein bisschen baff, wie sich hier gerade der Schwierigkeitsgrad erhöht hat. Ich glaube, das ist echt so eine Sache. Wenn man zum Beispiel den goldenen Stern für, in diesem Fall, Top-2-Platzierung erreicht, kommt man einfach irgendwann nochmal zurück, wenn man die goldenen Sterne unbedingt alle haben möchte und konzentriert sich halt dann im Rennen scheiß drauf auf die Platzierung, einfach auf das Drift-Duell und kann so die goldenen Sterne dann eben auch erfahren. Damit wird natürlich auf der einen Seite für die Entwickler die Spielzeit künstlich erhöht. Als Spieler ist es, wenn man vielleicht den Offline-Modus nicht ganz so gerne mag, ein bisschen ätzend, wenn man die Events halt immer wieder fahren muss. Aber gut. Für einen goldenen Stern hat es gereicht. Da ist noch Luft nach oben. Ach, das ist ja witzig. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vorbestellungsbonus. 6000 Ruhmpunkte. Okay, es ist eine nette Idee. Wirklich verdient habe ich es nicht, aber es ist wirklich eine nette Idee. Da ich das Spiel vorbestellt habe, bekomme ich anscheinend einen Bonus von 6000 Ruhmpunkten. Tja. Mein Gott, wenn wir sie kriegen, nehmen wir sie mit. Der Trend geht ja immer mehr dahin, dass man eben Vorbestellern oder insbesondere auch Bestellern von irgendwelchen Special- und Sondereditions digitale Inhalte dazu gibt und dass man dann ein bisschen mehr Punkte bekommt. Ja, vielleicht nicht ganz fair, aber zumindest eine nette Geschichte, dass man gesagt hat, hey, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist und das Risiko eingehe, dass ich vielleicht ein schlechtes Spiel kriege, bestelle ich es mir schon mal vor, bin auch bereit, den Vollpreis zu zahlen und kriege dafür einen digitalen Bonus. Why not? Rennen Nummer 2 in diesem Video, den Oliver's Landing Hot Lap. Ach schön, mein Lieblingsmodus, Zeitfahren. Hört ihr die Ironie heraus? Erreiche eine Rundenzeit von 1,17 oder weniger. Das wären dann alle drei goldene Sterne.
Wir wählen jetzt trotzdem wieder den Audi RS5, weil ich mit dem relativ gut klarzukommen scheine. Hot Lap. Ready or not, here I come. Ja, okay, hätte man auch mit Vollgas durchfahren können, aber muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Jawohl, schön, minus 100 Punkte. Ich hatte ja noch gar keine Punkte, also egal. So, wir können es ja mal mit Driften probieren. Wie sieht's aus? Naja, einigermaßen. Ja, bei schönem Wetter, bei Sonnenschein fährt sich's doch gleich viel leichter, weil man die Strecke einfach gut erkennen kann, wenn man natürlich nicht gerade genau gegen die Sonne fährt. Die Lichtverhältnisse sind ja doch sehr realitätsnah gehalten. Andauernd ploppen irgendwelche Anzeigen auf, ob es der Server ist, der offline geht oder wieder online geht oder irgendwelche Bonusse, die wir erspielt haben, Streckenabschnitte besonders genau gefahren haben. Aber ganz ehrlich, gerade bei so einer Hotlap-Geschichte oder allgemein bei Rennen, wo man sich ja wirklich tunlichst auf die Strecke konzentrieren muss, hat man eigentlich überhaupt keine Zeit, sich auf so ein Gedöns zu konzentrieren. Also andauernd sehe ich irgendwas aufploppen und sich bewegen, aber weiß eigentlich gar nicht, was da aufploppt und sich bewegt. Ist ja auch eigentlich egal. 2 Sekunden schneller müssen wir noch werden. Das sollte machbar sein. Die Strecke kenne ich jetzt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Schade. Den Geist sehen wir aber da hinter uns rumeiern. Der ist also noch ein Stückchen hinter uns. Also sind wir, denke ich, auf dem besten Wege zum goldenen Stern Nummer 3. Aber wie gesagt, vielleicht nicht so viel quatschen, sondern mal auf die Strecke konzentrieren. Also die auf jeden Fall, ich bewundere Spieler, die diese Hotlap-Modi eben tatsächlich klasse finden und um jedes Hundertstel kämpfen und stundenlang immer dieselbe Strecke fahren, um noch eine bessere Bestzeit herauszuholen. Und das habe ich ja mal total verkackt. Also, 3. Runde, jetzt muss es aber klappen. Das haben wir hier mittlerweile gelernt, dass man das hier mit Vollgas durchfahren kann. Oh, das war schön. Mal ein bisschen die Handbremse benutzt. Da sind wir jetzt wirklich hervorragend rumgekommen. Das Thema Handbremse, das verwende ich noch viel zu selten, weil ich aber auch kein besonders guter Drifter bin und mir immer denke, bevor das Auto ausbricht, aber hier, gerade schon wieder die Handbremse verwendet. Das könnte ja tatsächlich jetzt ein Schlüsselding sein in der Kurve. Tja, ihr werdet jetzt vom Bildschirm denken, ist doch logisch. Man muss doch in der Kurve die Handbremse benutzen. Sorry. So, rote fahren, aber das ist völlig egal, ob die da sind oder nicht. Das habe ich jetzt auch feststellen müssen. Ich glaube, da hat einfach ein Entwickler die falschen Fahnen hingesetzt. Ja, das läuft doch schon mal deutlich besser. Übung macht den Meister. Und 5 Euro ins Phrasenschwein. Veranstaltung abschließen. Und weiter geht's. Das nächste Rennen, dessen Namen ich nicht wirklich lesen kann, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, aber ich kann etwas erkennen, das heißt Drift. Drift-Events hatten wir bisher noch nicht. Und da sehen wir es auch, die 3 goldenen Sterne gibt es für erreiche ein Drift-Ergebnis von 6300 oder mehr, beziehungsweise weniger. Das könnte jetzt dann tatsächlich auch das erste Rennen sein, wo sich die Außenansicht eines Fahrzeuges anbieten würde. Und das ist gut, dass das Fahrzeug vorgegeben ist. Das ist nämlich tatsächlich auch das, was bei mir im Fuhrpark die besten Driftwerte hat. Also wie gesagt, normalerweise bin ich ein Riesenfan der Motorhaubenansicht, aber bei Driftrennen ist tatsächlich die Außenansicht das einzig wahre. Und das Event heißt SKNO. Soaking Ford Drift irgendwas. Ich muss in die Driftzonen driften. Ja, gut. Und umso länger ich drifte, umso mehr Punkte kriege ich natürlich auch. Ja, das war ja scheiße. Ach so, nein, ja genau. Bei den orangenen Pfeilen beginnt die Driftzone. Und bei den gelben hört sie auf. Das war natürlich wirklich kacke. Naja. Ich habe so schwer das Gefühl, dass das nichts wird. Oh je, Mini. Ist aber auch mein erstes Drift-Event.
oh weia. Das war ja erbärmlich. Ja, ganz so erbärmlich war es noch nicht einmal mit 4386 Punkten. Es hat allerdings nur für einen Stern gereicht.